Jetzt sollte ich mich auch selber hören. So, jetzt sollte ich mich auch selber hören. Aber recht leise, wie ich finde. Dann machen wir das Ganze mal ein bisschen lauter. Das gefällt mir besser. Dann mache ich hier nochmal den Sound vom Spiel etwas leiser. So. So. Dann kann ich den Ton hier auf weg machen. Ja. Und dann begrüße ich euch. Ich höre mich trotzdem noch selber. So, jetzt nicht mehr. Und zwar so ein spontaner Stream, so voll spontan, so ganz ohne Ankündigung und ähnliches. Ganz einfach, weil ich mir Darksiders Genesis geholt habe. Ich fand, der Titel sah interessant aus. Ich mochte die Darksiders-Spiele auch. Und jetzt spielt das Ganze in der isometrischen Ansicht. Ihr seht hier oben, dass ich schon mal kurz gestartet habe, um einfach mal die Einstellungen eben zu überprüfen, die ich jetzt nochmal machen musste. Irgendwie kommt XSplit nicht mit Unreal Tournament spielen. Klar, ich muss immer erst das Spiel starten, um dann XSplit zu starten. Nicht schön, aber ist halt so. Ich bin gespannt, ich spiele es erstmal mit Gamepad. Man kann es mit Maus und Gamepad spielen. Man hat also die Wahl und ich habe mich jetzt erstmal für Gamepad entschieden, weil das Spiel mir gesagt hat, du spielst das am besten mit dem Gamepad. Und ich dachte mir, wenn mir das Spiel das sagt, dann tue ich das doch einfach mal. So, dann starte ich jetzt mal neues Spiel. Was? Online-Spiel? Nein, privat. Genau, weil ich habe niemanden, mit dem ich das spielen kann. Ja, wo kann ich den Schwierigkeitsgrad bitte einstellen? Ich hoffe, das kommt noch. So, erstmal Zigarettchen angezündet. Der Krieg um Eden ist vorüber. Die Nephilim, die unnatürliche Brut von Engeln und Dämonen. Ups, ich habe gerade was gegessen. Zu spät. Hey, ihr könnt es ja selber lesen. Da braucht ihr mich ja nicht für. Die Reiter wurden von dem Rat auserwählt, sich gegen ihre Brüder und Schwestern zu stellen und erhielten große Macht zur Wahrung des Gleichgewichts. Nun ist eben eine Grabstelle, bla 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 bla. Die Reiter sind zum Rat zurückgekehrt und erwarten ihren nächsten Auftrag. So, so. Das sind dann wohl wir. Ich glaube, man kann beide Charaktere spielen. Ich bin mal gespannt. Wie sieht das Ganze aus, so mit Gamepad spielt? Trauert nicht. Okay, nein. Zweifelt nicht. Nein. Euer Handeln in Eden war tragisch, doch notwendig. Na, wenn Eden du das sagst. War der Menschheit bestimmt, nicht den Nephilim. Es war ein großer Sieg für das Gleichgewicht, für euch, Reiter. Na dann. Sieg. Wo sind Death und Fury? Das spielt keine Rolle. Eure Aufgabe liegt anderswo. Mhm. Lucifer, Fürst aller Höllen, plant noch immer den Untergang der Menschen. Naja, er hat ja auch sonst keine Hobbys. So schwach sie auch wirken, diese jungen Kreaturen sind wesentlich für das Gleichgewicht. Ich nehme mal einen kleinen Schluck Gin Tonic. Wir glauben, der Dämon Samael, Hüter des Schwarzen Steins, konspiriert mit Lucifer. Na dann. Findet Samael in der Hölle. Beendet dieses Komplott. Dient dem Gleichgewicht. Zeigt ihnen, was es kostet. Ja, auf Fresse also. Zu trotzen. Ja, wie gesagt, ich mochte die ersten beiden Darksiders-Teile auch. Den dritten fand ich persönlich nicht so toll. Samaels Festung wird angegriffen? Offensichtlich. Das hätte der Rat erwähnen können. Er hat viele Feinde, doch nur wenige sind stark genug, ihn direkt anzugreifen. Das wird wohl nicht nur eine schnelle Stippvisite. Eher nicht. Vermutlich nicht. Eins ist sicher, wir nehmen nicht die Vordertür. Gehen wir näher ran und sehen uns um. Okay. Also Optik gefällt mir schon mal. Und wir sind Strife, also links Button, rechts Button, abstreichen.
linke Taste X und rechte Taste? Ich weiß es nicht. Der scheint schon eine Weile anzudauern. Das kann gut sein. Die vorderen Mauern halten noch. Okay, so kann ich schießen. Sein, so bin ich schneller. Geschützt sind. Okay, ja, so kann ich zuschlagen. Schlägst du vor, wir schleichen uns hinein? Gute Idee, aber... Was soll das hier? Das nennt sich Strategie. Klar. Was ist das? Ah ja, ich kann hier andere Spieler rufen. Finde ich ja ganz nice. Ich weiß jetzt nicht. Lalalala, ich muss erstmal auf die Steuerung klarkommen. Ich glaube, ich rufe den Gaul mal wieder. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Ich glaube, hier geht's weiter. Also Optik gefällt mir. Das ist, glaube ich, die Unreal Tournament... Ne, die Unreal Engine 4. Nicht Unreal Tournament. Ah, ja. Was denn? Okay. Damit schieße ich. Alles klar. Das Zeug soll man wohl aufsammeln. Würde ich mal so behaupten. Was ist das da? B. Okay. Mysteriöses Objekt. Ein mysteriöses Objekt von einem gefallenen Gegner. Es pulsiert. Das ist schön. Okay. Da geht es irgendwie nicht weiter. Aber hier wohl rüber. Ach. Na gut, versuchen wir mal einen Nahkampf hier. Das ist, glaube ich, vielleicht nicht die beste meiner Ideen. Wo ist denn hier Schießen? Muss ich ja nochmal... Ne, das ist... Okay, das ist Schießen. Erstmal schön einsammeln hier. Das auch. Okay, Level 1, was auch immer mir das sagen soll. Man kann die Dinger kaputt schießen, das ist gut. Fässer kaputt schießen ist immer gut. Ja, komm ran hier, Gaul. Na dann. Schön Seelen ansammeln. Glaube, dass das Seelen sind. Würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, wie das sieht. Immer schön einsammeln. Alles mitnehmen. Kann ich das hier kaputt schießen? Nicht wirklich. Das war der. Also man kann hier zwischen zwei Reitern wechseln, das weiß ich, zwischen dem... Ey, du Arsch! Spinnst du? Hier geht's wohl zu gut, ernsthaft. Okay. Moment, Nahkampfangriff X. Okay, das ist Direktangriff. Sprint ist linke Taste. Okay. Geisterhakengriff. Okay, alles klar. Fähigkeiten öffnen. Linker Button. Nee, der ist schon mal nicht richtig. Linker Button. Okay, keine Ahnung. Arschloch. Was machst du da oben? Mich beschießen kann ich nicht gut heißen. Okay, ich steig mal ab und versuche mir den da oben mal zu greifen. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Ich fährt da gerne hoch. Was war der? Okay. Komme ich da irgendwie hoch? Ah, ich kann hüpfen. Ja, ich komme da hoch. So. Arschloch, Schnauze halten. So, das nehmen wir auch mal mit.
Okay, was? Halte A nach einem Doppelsprung um Luft. Aha. Okay, ich kann also fliegen so, na dann. Schnauze, kommst du da jetzt auch raus oder heute mal nicht? So, ich weiß übrigens auch nicht, in welchem Schwierigkeitsgrad ich unterwegs bin. Keine Ahnung. Die Frage ist, muss ich darauf? Kann das sein? Offensichtlich. Okay. So gefällt mir das. Genau, finde ich auch. Finde ich total toll. So, das holen wir uns auch mal. Das holen wir uns auch. So. Dann schauen wir mal weiter. Bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich das mit Gamepad weiterspielen werde oder ob ich das... doch mit Maus und Tastatur spiele. Weil das Problem ist, ich bin Linkshänder und mit dem rechten Daumen zielgenau zu sein, ist so eine Sache. Es gibt Spiele, wo ich das ja im Prinzip nicht vernünftig auswählen kann, wo ich das dann auch unterlassen würde. Aber da ich hier die Wahl habe, überlege ich da wirklich... Okay, das ist der Greifhaken, alles klar. Was ist hier los? Kannst du den Scheiß mal lassen? Huch. Ich gebe mein Leben für den Kampf. Aha. Dann mach das mal. So, und was hast du jetzt davon gehabt? Frage. Bisschen aufräumen hier. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Weiß es gar nicht. Er sagt mir auch nichts. So mal rein gar nichts. Hier komme ich aber irgendwie nicht durch. B. Aha. Halte Y, um eine Energiewelle nach vorn abzuschießen, die durch den Boden und jeden Gegner schneidet. Schön. Stärker aufgeladene Wellen haben mehr Reichweite und Schaden. Passiv. Jeder Chaosfresserangriff hat die Chance, Schaden zuzufügen und Gegner umzuwerfen. Aha. Okay. Okay. Reiter halten zusammen. Strife, wendig und mit seinem treuen Pistolen Gnade und Erlösung in der Lage, das Schlachtfeld aus der Distanz zu beherrschen. War stürzt sich pflichtgetreu, ja, das finde ich gut, in die Schlacht und dominiert mit dem Chaosfresser das Kampfgeschehen. Wechsle jederzeit, halten LB und drücken A. Okay, das testen wir. Was? Strife und War können im Verlauf ihrer Mission neue Munitionssummen und Erweiterungen entdecken. Jede davon kann großen Einfluss auf ihre Kampfmöglichkeiten nehmen und ihnen Oberhand verschaffen. Rüste jederzeit Munition und Erweiterungen aus. Halten LB und B. Aha. Strife und War füllen ihre Zornanzeigen im Kampf auf, indem sie Zornseelen sammeln. Jeder Reiter besitzt eigene Zornfähigkeiten, mit denen er Schaden austeilen und Kontrolle ausüben kann. Nutze Zornfähigkeiten, sobald die Zornanzeige voll ist. Halten und drücken X. YOB, okay. Was ist los hier? Ups. Endlich geht's zur Sache. Eine Aufwärmübung. Aha, er hat eine ganz schön große Schnauze, muss ich mal so sagen. Hey, ist jetzt mal gut hier? Muss ja erstmal klarkommen, Freunde.
Freunde, macht euch mal locker. Woher sollen wir das wissen? Die sehen alle gleich aus. Mysteriöses Objekt. Ja, nimm her. Das war unsinnig. So, war es das jetzt hier? Das Ding da hinten können wir uns nochmal holen. Das hier auch. Das hier denke ich mal auch. So. Okay, da kann ich wieder hochspringen, vermute ich. Ist mal so eine Vermutung. Springer an einer Wand hoch. Okay. So, der Hebel runter. Das Ganze vermutlich hier auch nochmal. Ups. Nein. Also, geht doch. Damit gehen auch die Tore auf und die Arschlöcher kommen durch. War ja nee, doch keine Arschlöcher. Ich finde, wir gehen erstmal hier runter. Wie war das jetzt? Links-Button und A? Nee, Links-Button und A war es nicht. Fähigkeiten öffnen, Charakterwechsel, Links-Button und A. Oder den und A? Nee, links. Hallo? Ah ja, jetzt sind wir doch hier der Nahkämpfer, oder nicht? Oder auch nicht? Ne, irgendwie nicht. Doch, irgendwie schon. Wir sind jetzt war. Dankeschön. Alles zu mir. So, jetzt haben wir auch wieder einen Gaul. So, so, wir machen den Weg frei und so. Okay. Der mit den Seelen. Kann man ja nochmal gebrauchen, ne? Jetzt will ich nochmal gucken. Wie kann ich Links-Button und A? Ne, jetzt will ich aber immer noch. Muss ich erst Links-Button drücken? Jetzt krieg ich wieder Strife, genau. Und kann ich hier auch wieder den Gaul? Ja, den Gaul kann ich auch direkt wieder rufen. Weiß jetzt überhaupt nicht, ob ich mich in irgendeine richtige Richtung bewege. Ich bewege mich halt einfach erstmal. Da unten, nee, wir, so kommen wir wieder zurück. Das macht ja gar keinen Sinn. Hier kommen wir doch her. So. Das war also totaler Nonsens, den wir uns da gerade gegeben haben. Dann reiten wir mal hier entlang. Kann ich hier entlang? Hallo? Nein, das ging nicht. Schneller Lerneffekt, das hat nicht funktioniert. Ja, 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 ja. Hier geht, nee, da ging es nicht lang. Das ging hier lang. Ich hoffe mal nicht, dass gleich wieder alle Gegner da sind. Da ist die Brücke, genau. So, und dann bin ich... Ne, hier nicht. Genau, dann bin ich hier hoch. Hey, geh da rauf. Mann! Geht doch. So. Zip, zip, zip. Genau. Hm?
So, dann gucken wir hier mal weiter. Holen wir uns mal ein Goal, weil das geht ja schneller. Zumindest ein bisschen. Und hier war eben die Action. Und dann bin ich da links runter, was totaler Blödsinn war. Obwohl, ich könnte hier nochmal entlang. Sozusagen hier runter. Und eben bin ich links. Und wenn ich jetzt rechts gehe, kann ich hier auf jeden Fall lang. Oder laufe ich hier gerade wieder im Kreis, was ich mir auch mittlerweile... Das sieht schon wieder so aus, als wenn ich im Kreis gelaufen wäre. Ja, bin ich. Ein Traum. Nun gut, gelernt bringt nichts. Geradeaus ist der richtige Weg. Was ist das da oben eigentlich? Komme ich da irgendwie hoch? Okay, die Springpassagen sind nicht meins, aber ich glaube mit der Maut... Ah, da geht doch. So, perfekt, Fährmanns mit, entdeckt per Omnibus, Ball und so weiter und so fort. Reden ist heute Abend nicht so meine Stärke. So. Dann geht's mal hier lang. Dann geht's mal hier wieder rauf. Na. So. So. Das Ding haben wir uns auch geholt, oder? Mal gucken. Nö, hatten wir nicht. Karte entthront. Na dann. Dann war das doof, dass wir das einfach stehen lassen haben. So. Pülülü. Da ist auch noch ein Kistchen. Ich weiß ja nicht, wofür es gut ist. So, und dieses Mal gehen wir auch nicht links oder rechts, sondern wir gehen einfach geradeaus, so wie das Spiel es von uns verlangt, bevor es uns wieder irgendwie in die Wicken schickt. Ah, komm ran hier. Alter, seh zu, dass du wegkommst. Komm her. Jetzt habe ich hier den Nahkampfhain hier rausgeholt. Jetzt gibt's Backenfutter, mein Freund. Ja, koopfähig ist das Spiel, by the way, auch. Stell ich mir ganz witzig vor, weil dann spielt einer Strife und den anderen den War. Ey, sag mal, kannst du es mal lassen? Stehe ich nicht drauf, mein Freund. So, was haben wir da? Aber auch nochmal. Nein, wie doof war das denn? Scheiße. Das war ja selten, nämlich. Ah, wir können aber durch irgendwie. Was ist denn hier? Aha. Och man. So komme ich hier nicht vorwärts. Wenn ich jedes Mal an derselben Ecke rauskomme, dann streame ich jetzt noch 3 Stunden und bin immer noch hier. Das ist doch kacke. Da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Kann ich da vielleicht hochspringen? Da schon mal nicht. Wäre nice gewesen, wenn ich da hätte irgendwie... Aber nein, das sieht mir... Verstehe ich nicht. Nein, lässt er nicht zu. Komme ich nicht hoch. Ach, hallo Arschloch. Ja, er mit dem Zeus. Rauf, rauf, rauf.
Ach, das war ja geschickt. Unfassbar geschickt. Aber ich muss auf jeden Fall den Jungs oder den Programmierern von XSplit nochmal schreiben, dass ihre, das Stream mit, ja, ich weiß. Das Stream und, hallo, könntest du mal, sag mal, willst du mit, na gut, dann machen wir es anders. So, mal eben hier den deutlich beweglicheren Strife rausholen. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Ach. Ah, das wird nix. Das wird nix. So, nochmal das Ganze. So, noch ein Stück näher ran hier. Jetzt aber, danke. Interessant ist, dass mein Streaming-Programm mir gerade einen Fehler da unten eine Einblendung macht, die so nicht stimmt. Ich habe übrigens niemanden gefolgt. Aber gut, ich nehme das so zur Kenntnis. So. Weil ich habe Onkel Barlow. Ist das Onkel Barlow? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das Barlow ist. Wie auch immer. Wem auch immer ich da gefolgt bin. Das ist schon ein paar Tage her. So. Tag, Vian. So. Auch Ruhe. Haben wir Maschinengewehr. Das ist gut. So. Jawohl, irgendwas Mysteriöses. Mysteriös klingt gut. Da geht es tief runter. Ja. Sei vorsichtig. Ich will nicht wieder raufklettern. Das glaube ich, mit dem Aufzug. Okay. Das war mal... Ich weiß nicht, ob wir da wirklich runter sollen. Ach, scheiße. Hüpf-Action. Stunden später. Egal. So, wir sind da zumindest rübergekommen. Das ist schon mal gut. Hoppala. Dieser rote Kreis war doch sicher, ist doch sicher. Alter, lass den Scheiß doch mal hier. Hier hast du MG-Feuer, du Arsch. Du auch. Alter Schwede. Ab. Ich sagte, hau ab. So, komm ran hier. Wir wollen mal einen Nahkämpfer. Ich glaube nicht. Das ist dein Urteil. Und weg mit dir. Ihre Instruktionen waren recht mager. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Vielleicht setzt der Rat auf unsere Kreativität. Oder er stellt uns auf die Probe. Noch immer. Man weiß es nicht. Wir sind gebunden als Vollstrecker des Gleichgewichts. Probe oder nicht, wir befolgen Befehle. Hey, ich weiß, wozu ich mich verpflichtet habe. Ich sag ja nur. Also ich finde, die Synchro ist auch sehr angenehm. Muss ich ja mal so sagen. Jede Wette, wer auch immer Sammy angreift, unterschätzt ihn. Nicht wir. Okay, sind wohl Kumpels. Ich mag die Synchro, wirklich. Ich mag die Synchronstimmen. Die haben so einen gewissen Coolness-Faktor. Ach. Leck mich.
Nein, das war doof. Ich brauche, glaube ich, den Gaul gerade gar nicht zu rufen. Hau ab. Abhauen. Arschloch. So. Oh oh. Stress. Na, dann wollen wir mal. Hau ab. So, das wäre das. Was soll das? Kannst du das mal lassen? Komm ran hier. Wieso nicht? So. Also ich finde, das Spiel ist echt spaßig. Ich bin zwar hier eigentlich immer... Ich bin zwar tendenziell immer noch so ein bisschen an Button-Mashing am Machen. Also ich kann, es wäre übertrieben zu sagen, dass ich hier weiß, was ich tue. Ich weiß zum Beispiel, dass das hier der Greifhaken ist, aber Fertigkeiten öffnen, linken Button gedrückt halten. Nein, das war er nicht. Der war es doch auch nicht, oder? Nein. Aha. Ah ja. Alles klar. Y haben wir noch gar keine Fertigkeit. Auch schön. Nun gut, dann ist das auch geklärt. So, tüdelülü. Haben wir da noch? Na, da können wir rüberhüpfen wieder. Aber das wollen wir jetzt gerade erstmal, glaube ich, gar nicht. Zumindest nicht wissentlich. So, dann marschieren wir aber mal weiter. Ach ja je, Jungens. Hey, komm ran hier. Tschüss. Ach ja. Besiege die Dämonen, die Samaels Festung belagern. Na, das wollen wir doch mal machen. Und hoffen auch, dass uns das gelingt. Erstmal das Kistchen weghauen. Okay, müssen wir wohl darauf, was? Ich könnte ja jetzt schon kotzen. Drücke RT in Reichweite von... Also, RT, rechte Taste. Ah, ah. Warte mal. Hä? Ja, rechte Taste. Die drücke ich gerade in Flachpfeife. Okay. Ach, wir wechseln mal eben wieder hier. Besser. Für Backenfutter ist, glaube ich, der hier echt geeignet, ha? Ja, finde ich auch. Finde ich völlig okay. So. Wie gesagt, aktuell ist das noch echt so Button-Smashing. Irgendwie irgendwas drücken, weil es sich gut anfühlt oder wie immer man das sagen möchte. Was will er hier von uns? Er will das für den Hebel runterholen. Na dann. Wir müssen siegen für die Legion. Ach, halt die Fresse. Ach Mann. So. Springer an der Wand hoch. Ach, da war es doch. Aber der Hebel kommt runter. Oder auch nicht. Verarschen. Ach, jetzt kann ich hier möglicherweise. Eventuell. Ja, da ist es. Oh nein. Ah doch, ging gerade noch mal gut.
So. Halte LB und drücke A. Ja, ja, mache ich ja gerade. Ich weiß gar nicht, welcher jetzt gerade bevorzugt wird. Huch. Huch. Ich weiß nicht. Huch. Irgendwie kann man scheinbar auch die Map aufrufen, die ich gerade feststellen musste. Ich glaube, ich möchte dann doch lieber ihn hier. So, Freunde. Alter, ist jetzt mal gut hier. Aufs Maul, Freunde. So. Ist jetzt... Nein, das ist noch nicht gut. So, Freunde, aufs Maul. Immer noch nicht wieder bereit. Offensichtlich nicht. Genau, zahle den Preis, wie hoch er auch immer. Oh oh. Oh oh. Wir sammeln hier auf jeden Fall erstmal ein. So. Dann schauen wir mal. Weiß jetzt gerade nicht, was das Icon mir zu sagen hat, das da angezeigt wird. Aber da müsste was drin sein. Ladungsschuss. Feuert eine Durchschlagskugel ab. Na, siehst du wohl. Kann bis zu dreimal auf mehr Schusskraft und Größe aufgeladen werden. Super Serie. Feuert sofort voll. Was? Okay. Von mir aus. Okay, was will er hier? Strife Muni. Ah, Ladungsschuss für Strife. Halte LB und verwende R für die Munitionsauswahl. Okay. Ladungsschuss feuern. RT, wenn Platz 1 zugewiesen. RB. Aha. Super Serie, na, siehst du wohl. Dann wechseln wir mal auf Strife. Ah, ich glaube, Strife ist auch der einzige, der hier durch darf, offensichtlich. So, ich sollte jetzt welche Taste gedrückt halten? Oh, das war der aufgeladene. Hoppala, das macht Aua. Das macht Aua. Ach, hau ab. Das war jetzt wieder, ist ja wieder nicht Strife. Ne? Ich habe ja aus Versehen wieder gewechselt. Das war ja nicht Ziel der Sache oder Sinn der Sache. Das sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Mysteriöses Objekt. Weil sehr mysteriös. So, jetzt sollten wir eigentlich... Kann ich den Gaul mal eben haben? Nee, ich kann den Gaul gerade nicht haben. Warum auch immer ich den jetzt gerade nicht haben darf. Wechsle ich trotzdem mal wieder auf Strife. Vielleicht kann er einen Gaul rufen. Nein, aber er kann zwei Knarren in der Hand halten. Was ich jetzt nicht unbedingt viel schlechter finde. Die Frage ist, wo geht's jetzt hin? Okay, wir haben ja zwei Munitionsarten. Ja, wir haben zwei Munitionsarten zur Verfügung mit Strife. So, guten Abend. Wer auch immer da gerade reingekommen ist. Der oder diejenige hat nicht viel geschrieben bis dato. Muss ich da jetzt echt runter? Nein, ich bin doch von da drüben gekommen. Was soll denn der Scheiß hier? Irgendwo gab es ja auch da eine Map. Erledigt finde den Eingang. Ja, ja. Okay. Wo ist hier der Weg, wo es weitergeht? Muss ich doch da rüber? Ich dachte, von da bin ich gekommen, aber sicher bin ich mir auch nicht. Doch, da bin ich doch gekommen, oder? Ich probiere es einfach, keine Ahnung. Okay, das funktioniert mit Pad definitiv besser.
Wie oft ich jetzt gestorben bin? Noch nicht so oft. Eigentlich bin ich gestorben, bin ich gerade überlegen. Zweimal, weil ich zu blöd zum Springen war. Ich bin mir aber auch noch nicht so wirklich sicher, ob es sinnvoller ist, das mit Maus und Tastatur zu spielen oder mit Gamepad. Dazu bin ich mir noch nicht so wirklich klar. Muss ich jetzt hier runter? Ups. Scheißdreck. Ich möchte die Dinger da haben. Hau ab. Komm ich da nicht hoch? Doch. Das sagen. Hoppla, hoppla. Nein, 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 nein. Ich will da hoch, verdammt nochmal. Okay, hier vielleicht entlang. Hier ist Christian. So, kann ich hier so entlang klettern? Das funktioniert. Diese blöde Münze möchte ich auch haben. Genau, die kann man nämlich eintauschen. Bei einem Händler. So, und jetzt kann ich auch wieder runter. Jetzt habe ich die Münzen eingesammelt, jetzt ist es okay. Die Seelen zu mir. Hier sind auch noch Kistchen. So. Gaul rufen. Geht. Ach, da sind schon wieder Gegner. So. Dann hier, wollen wir mal wieder Herrn vorne zurufen. Den Nahkämpfer-Burschi. Hallo, War. Ja, Jungs, kommt jetzt. Geht das auch schneller, Alter? Achso, ich hab diese. Ja, alles klar. So. Schnauze. So, tschüss. Geht doch. So, das holen wir uns mal hier. Nee, ist nicht. Ach, ich kann ja eigentlich auch mit dem Schwert zu hauen, ne? Was war denn der Scheiß? Samael weiß jedenfalls, wie man Eindruck schindet. Weiß ja das, wegen so... Was meinst du, was diese riesigen Lavatürme kosten? Solche hätte ich zu Hause auch gern. Lavatürme. Doch den Fürsten des Schwarzen Steins. Na, du hast ja merkwürdige Ideen für das, was du haben möchtest. Hau ab. Lass das. So, das war das. Sind sie noch Kisten oder so? Man weiß es nicht. Ah, hier haben wir auf jeden Fall noch Arschlöcher. Manchmal ist die Kamera ein bisschen blöd. Ja, damit. Müsste 8 von 30. Alter, das ist ja sammeln, bis der Arzt kommt. So. So, was liegt da noch? Ach, da können wir müssen und können wir rüberhüpfen. Aber ich gucke mich erstmal noch hier um. Da können wir auf jeden Fall mal hier Kistchen mit Muni nehme ich natürlich. Aha, ich weiß nicht, ob das hier alles so seine Richtigkeit hat. Ach, komm, hau ab. Man muss ja auch immer vorsichtig sein, nicht runterzufallen. Ist ja gefährlich, ne? Und vor allen Dingen hier auf so dünnen... ja, Killcounter plus 1. Wie dumm war das denn jetzt? Alter, da musst du ja echt vorsichtig sein wie... Nein, so geht das nicht. Stunden später. Alter. Ganz langsam mit dem Arsch an der Wand entlang. Nein, 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 nein. Och, Alter, das meint das Spiel jetzt nicht wirklich ernst. Hör auf zu sammeln, mach es besser. Cess. Kann ja wohl nicht angehen. Ich hab's wieder raus. Entdeckt Trickschlüssel, wofür auch immer. Ach, das ist nur für diesen scheiß Schlüssel gedacht. Ansonsten kann ich mich jetzt hier wieder... Nein! Alter, das ist nicht wahr für so einen beschissenen Schlüssel. Aber, ja gut. Wir spielen jetzt, stürzen uns hinab in die heiße Lava. Ich hoffe, der Schlüssel ist jetzt auch in unserem Besitz. Nein.
Alter, ich und Game... Wo bin ich denn jetzt? Das meint ihr nicht ernst, Freunde. Ja, super. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es sich lohnt, da hinten nochmal hinzugehen, weil... Ach, komm. Selbst wenn ich ihn nicht haben sollte, ist mir jetzt egal. Die Frage ist, wo wir hin müssen. Hier zumindest nicht. Ja, mit den Seelen und der Munition. Du, ich kann dir sagen, ey, das ist ja... Nein, also das Spiel wird auch empfohlen, mit Gamepad zu spielen, wie so ein Top-Scroller, weil du eben halt hiermit so die Richtung vorgibst und... Natürlich, trotzdem stellt sich mir gerade die Frage, wo ich hin soll. Weil hier geht's ja definitiv nicht weiter. Hier ist ja Schicht im Schacht. Da ist auch Schicht im Schacht. So, ach, da rüber, ihr Arschlöcher. Da habe ich ja wieder Hüpf-Action. Yehehe. How I love it. So, und dann hüpf, hüpf und dann, ja, okay, das wird sowieso nichts, sagt mir mein Gefühl. Okay, hat sogar im ersten Anlauf. Gott, bin ich stolz. Ups. Gott, bin ich stolz auf mich. Was wird das denn jetzt? Das ist nicht nett, Freunde. Das ist nicht nett. Schießt der echt mit der Balliste auf mich oder was wird das hier? Kann ich wohl nicht angehen, oder? Oh 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 oh, mal eben wechseln. So, Freunde. Au, 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 au. Keine Ahnung, wie lange ich das durchhalte. Könnte mal einer die Ballista wegmachen? Oder ich eigentlich? Hat die auch einen Danke. Ist das Lebensenergie? Dann ja, her damit. Kistchen. Nee, ich habe eigentlich nur den, den ich eben gezeigt habe, wo du dann so Engelsflügel kriegst. Ich habe das wohl auch durchaus gesehen, aber da bin ich, das ist zu weit weg. Also zumindest fehlt mir da jetzt noch die Fähigkeit für. Kann natürlich sein, weil du Fähigkeiten ja erst so im Laufe der Zeit kriegst, dass es dann erst geht. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt. Ich bin echt noch nicht so richtig tief im Spiel. Was hier was? Alter, lass den Scheiß mal. Ran hier und Schnauze halten. So, Feuer, Feuer, bäh. Vielleicht bin ich hier auch völlig falsch. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Das Ding haben wir kaputt gemacht. Das ist ja auch gut so. Aber so richtig hilfreich war das auch nicht. Kann ich hier noch irgendwas machen? Mal eben Map. Die Map ist auch irgendwie, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Erledige, erklimme den ersten Turm. Erledige, erklimme den zweiten Turm. Überwinde die Außenmauer des schwarzen Steins. Erledigt, aha. Nebenmission, zerstöre die Ballisten. Das ist also nur eine Nebenmission. Und Nebenmission, besiege die Feuerflöhe, die im entthronten Faulenzen. Da haben wir nur 3 von 10. Okay, also ist das hier eine fucking Nebenmission und nicht mehr, nicht weniger. Das hilft uns hier also tendenziell nicht so richtig weiter. Aber gut. Haben wir mitgemacht. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Ich würde dann mal wieder Strife herrufen wollen, weil der ist etwas gelenkiger, der Bursche. So, aber trotzdem... Hallo, Arschloch. Schnauze. Ich liebe es. So, ja damit. What the fuck? Wo geht's hier weiter? Siehst du irgendwas, wo es hier weitergeht? Also zurück würde mir ja schon helfen, aber... Wenn ich hier rauf, dann da lang. Ja, und hier geht's nicht zurück. Definitiv nicht.
Hier ist zwar noch ein Kistchen, das kann man mitnehmen, aber so wirklich hilfreich ist das nicht. Da geht's nicht weiter. Hier ist auch Ende im Gelände. Da geht's auch nicht. Was soll denn der Scheiß hier? Ich komme hier gar nicht wieder weg. Willst du mich verarschen? Das Ding ist kaputter, wie es nur so kaputt, wie es auch nur sein kann. Ich bin verwirrt. Nicht, dass das überraschend neu wäre, aber... Muss ich da runter? Keine Ahnung. Ach, scheiße. Okay, ich hätte da einfach nur runterspringen müssen. Das war jetzt auch mehr Glück als Verstand. Die Frage ist jetzt, wie geht's hier weiter? Finde einen anderen Weg in den schwarzen Stein und überwinde die Außenmauer der schwarzen Steins. Ja, wo ist denn dieser komische schwarze Stein hier? Vielleicht sollte ich das mal loslassen, dann bin ich auch schneller unterwegs. Das war hier überhaupt nichts, was uns in irgendeiner Form weitergebracht hätte. Oder meintest du hier an dem Ende, wo ich dann des mehrfachen Suizids gestorben bin? Ich guck hier nochmal. Nein! Ey, warum das denn jetzt? Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt nichts gemacht. Oh, langsam, langsam, langsam. Sagt er langsam. Nein. Ach ja, es macht ja so viel Spaß, sich selbst umzubringen. Vielleicht sollte ich einfach mal... Der ist, glaube ich, nicht so schnell. Ah, doch, der ist auch nicht viel langsamer. Nein. So. Links unten, wo meine Heiltränke. Ja, da sehe ich was, aber... Ich weiß nicht, ob uns das hilft. Ach, scheiße. Nee, da ist einfach nichts mehr. Ich habe echt gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, das ist hier, das, du meinst das hier, das ist das, wie soll ich sagen, Ausrüstungsrad. Da kann man dann die Ausrüstung auch mal verändern. Also auch Fertigkeiten würde ich es mal nennen. Das hat, ach, hier ist ein Gegner zumindest, wenn ich das richtig sehe. Nee, da ist irgendwas anderes, das ich mir holen möchte. Ja, damit. Fährmannsmütze können wir gebrauchen. Hier sind auf jeden Fall Arschlöcher. Ach, hau ab. Was war das? Ich bin gestorben. Alter, die haben mich so weggemacht, die Säcke. Nee, doch nicht. Oder doch, keine Ahnung. Ich glaube ja, ich bin gestorben. Ich glaube, mit Dickerchen bin ich da besser dran. Genau, und tschüss, Arschloch. Also, falls habe ich es eben nicht gesehen, ehrlich gesagt. So, Freunde. Das war mal ein kurzer Prozess. So. Schön gegen das Feuer gerannt, das Pferd. Ein Träumchen. Die sind, glaube ich, nicht freundlich, oder? Oder ist das einfach nur Feuer? Weiß es nicht. Achso, B. Glaubst du, das ist Moloch? So stark ist er nicht, aber es riecht nach ihm. Die Frage ist, warum? Weil es stinkt? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, Jungs. Die Hölle ist eine Schlangengrube. Brauchen Dämonenfürsten einen Grund, einander zu bekriegen? Wahrscheinlich nicht. Sie werden auf dem Weg zu Samael für Unterhaltung sorgen. Hm, ihr seid ja wieder mutig, Jungs. Ich hoffe, er hat was Interessantes zu erzählen.
sonst wird der Rat stinkig. Wenn wir nicht weitergehen, werden wir einen Leichnam befragen. Dieser Angriff ebbt nicht. Aha. Einen Leichnam befragen? Interessant. Und seinetwegen beeilen? Wie lästig. Ich bleib dabei. Ich finde die Synchro von dem Spiel echt cool. Also gefällt mir. Scheinbar scheinen das so Punkte gewesen zu sein, wo die beiden ein Gespräch führen. Habe ich jetzt den Eindruck. Okay, hier runter. Sollte funktionieren. Mal eben hier ein bisschen Kisten kaputt kloppen. So. Ach, herrje. Das sieht nach Stress aus. Wo wollt ihr hin, Jungs? Hallo. Nicht abhauen. Geht mal gar nicht, Freunde. Und du da hinten kannst mal aufhören, so eine Scheiße zu machen. Aua. Na komm, ran hier. Freunde. So. Ey, was war das? Mysteriöses Objekt. Nehmen wir. Hab ich da irgendwas beschossen oder waren das Seelen? Ne, das sind Kisten. So. Und da kann man Freunde hinzurufen, glaube ich. Ah ja, sag ich ja. Nee, Splitscreen Koop wollen wir nicht. Hier kann man eben halt zu zweit an einem Rechner. Ein Weg über die Außenmauer. Schon wieder klettern. Schon mal an leichtere Ausrüstung gedacht. Ja, klettern mag ich auch nicht so. Da gebe ich den beiden recht, aber ich gucke mich nochmal um, ob ich hier irgendwas abgreifen kann, bevor ich da jetzt rüberhöre. So, was ist hier oben noch Schönes? Da sind noch Kistchen. So, dann hier. Ach, Herrjechen, Hallöchen. Finde ich übrigens auch eine coole Funktion, dass er irgendwie so ein Abbild von dem Schussvogel sich holen kann. Alter, hör's mal auf. Er wollte nicht angehen. Ist dies. So, da ist auch noch was. Dass er sich eben halt so ein Abbild von dem mit der Knarren machen kann und die dann für ihn kämpfen. Ich habe heute übrigens einen interessanten Artikel zu Path of Exile 2 gelesen. Alter, das wird ja monströs, das Spiel, was? Hier kann ich nichts machen. Ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich mich in die richtige Richtung bewege. Das ist mein Problem. Ich hätte wahrscheinlich da jetzt einfach rüberklettern können, da hinten, wo er mir gesagt hat, oh, schon wieder klettern. Aber nein, ich musste mich ja wieder umschauen. Also alleine, was hatten sie geschrieben? 38 Charakterklassen. Ja gut, die haben die Aszendenzen mitgerechnet. Aber trotzdem, es soll ja grafisch deutlich besser werden als das jetzige 7 neue Akte, bla bla bla. Alter, das ist bombastisch für ein Free-to-Play-Game. Das muss man einfach mal so sagen. So, hier sind auch nochmal Kisten. Ist hier irgendwas Leckeres dabei, was wir gebrauchen können? Erstmal nicht. Ja, du musst es ja wissen, du stirbst. Aber mehr ist hier auch nicht. Ja, aber jetzt im Januar, da freue ich mich schon drauf, hatte ich dir auf der Arbeit auch erzählt, kommt jetzt ja Wilson drauf, der draus in der Endversion. Bisher war es ja immer nur bis Level 20 spielbar, also dein Char ging jetzt weiter als Level 20. Und mit dem neuen, also mit dem endgültigen Spiel bis Level 100, da werde ich auch, glaube ich, eine Menge Spaß dran haben. Grim Dawn geht ja auch immer weiter. Da habe ich jetzt ja High Level erreicht mit Level 100, aber trotzdem noch lange nicht durch. Also ist genug zu tun, um das mal so zu sagen. Entdeckt ja man zumindest. So. Hüpfi, hüpfi. So. Okay. Darüber. Das ist ein Hebel, oder? Yep. So. Können wir da nämlich einen höher? Hallöchen, jemand zu Hause? So, dann wollen wir mal.
Also irgendwie ist der für den Kampf nicht so geeignet, habe ich immer so den Eindruck. Das war ein Fehler. So, Freunde, aufs Maul. Hoppala. Ich wollte nicht den Gaul rufen, das war nicht der Plan. Also Button B scheint auf jeden Fall ein Finisher zu sein. Komm mal her mit den Held hier, ich will das Held. Genau, stirb. Mein Reden. So. Mal eben hier das Held. Sag mal, geht's hier zu gut oder was? Danke. So, Freunde. Kiste. So. Nehmen wir alles mit. Tülülü. Hoppala, da haben wir mal alles kaputt gemacht. Die Muni nehmen wir auch mit. So. Hier auch mal ein bisschen aufräumen. Hallo, Jungs. Alter, wenn ich meine Superfähigkeit rausholen will. Hast du nicht, mich anzugreifen, damit das klar ist. Hält's ja. Bumm hat er gemacht. Ganz laut und deutlich. Upsi, das gibt Stress. Ja, ja, ist klar. Du mich auch, Arschloch. Ey, komm. Aua. Kannst mich mal nicht töten, wäre ich dir echt dankbar für. Dann muss doch wieder der dicke War ran. Alter, geht's jetzt los hier? Übertreibt gerade ein bisschen, finde ich. Bam Bam, Miss Cat, ganz genau. Finde ich völlig okay. So. Helds kann man immer gebrauchen. So, und jetzt bist du dran. Du Scheißding. So. So. Und genießt du denn deinen Urlaub? Ah, ich sollte mal wechseln. Wir wollen ja nichts umkommen lassen. Ah, Rücken ist immer kacke. Das ist immer Mist. Das ist so bar. So. Was war das denn jetzt? Wieso habe ich mir jetzt eine gefangen? Man weiß es nicht. Linker Button. Verbesserung. Also. Haben wir hier Erdteiler. Finde ich gut. Habe ich Erdteiler jetzt mit drinne? Erweiterung wählen R. Habe ich gemacht. Keine Ahnung. Was soll ich jetzt hier machen? Benötigt die Nebeltür, um fahren zu können. Du kannst nicht... Was? Ja, das ist ja okay. Ich will jetzt hier auch... Ja, mach doch. Betätige? Was? Wo ist denn hier eine Nebeltür und wie soll ich die betätigen?
Okay, einfach einen Knopf drücken, das hilft auch. Tag, die Herren. Das ist dein Urteil. Genau. Ja gut, Sport hilft natürlich bei Rücken immer extrem, auch wenn man sich da mal so ein bisschen quälen muss. Finde ich zumindest. So, mal ein bisschen hier aufgeräumt. Aber wenn man es weiß, wofür man es macht, und du machst es ja wirklich regelmäßig, ne? Also so oft wie du schwimmen gehst. Ich muss mal eben kurz auf mein Handy schauen, da kam nicht gerade eine Nachricht rein. Kleinen Moment mal eben. Muss da immer so einen Brillenwechsel vornehmen aktuell, damit ich dann auch auf dem Handy lesen kann. Ja, heute hatten wir Nikolausgrillen. Gott, war das widerlich kalt. Ach, jetzt kann es weitergehen. Tülülü. Ich war ja auch beim Grillen und nee, alle Würste verbraucht. Upsi, was kommt da? Verdammte Scheiße. Alter, der ist groß. Wer kann so ein Ding kontrollieren? Keine Ahnung, aber der ist mir für meinen Geschmack echt zu groß. Aua! Lass den Scheiß mal, Arschloch. Autsch! Alter, ist der groß. Aua. Jo, Mahlzeit. Oder je mehr tun sie einem weh, wenn ich das mal so sagen werde. Ich versuch's mal mit dem Nahkämpfer, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Autsch. Dafür muss ich da eigentlich zu nah für ran. Alter, der wischt ja richtig den Boden mit mir auf. Bleib wachsam. Ja, der hat mal eben schnell den Boden mit mir aufgewischt. Ja, Munition. Was haben wir denn hier? Ladungsschuss oder Stand und ich möchte den Ladungsschuss eigentlich ganz gerne haben. Ja, komm, lass den Scheiß, Mann. Ich mag dich nicht. Alter, der räumt so richtig mit. Der wischt echt richtig mal den Boden mit mir auf und tot. Holla, die Waldfee. Da muss ich mir was einfallen lassen. Was in Teufels Namen? Zurück! Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Das ist der riesig. Wer kann so ein Ding kontrollieren? Ja, ich nicht irgendwie. Nicht. Autsch.
Autsch, verdammt. Alter, ey, ist jetzt mal gut hier. Ey, ich schaff das nicht, an ihm vorbeizukommen, ne? Oh, wow, 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 wow. Ich hab den nicht mal... Der ist nicht mal angekratzt, verdammter Scheiß. Da stand eben, ich soll, ja genau, ich soll rechten Button drücken, um Angriffe zu blocken. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Bleib wachsam. Aua. Ja. Achso, die sind... Ah, habe ich nicht gesehen. Sorry, dafür bin ich zu konzentriert hier gerade. Lass den Scheiß. Aua. Oh, nicht geblockt, so eine Scheiße. Ja, für Sitz wäre ich auch. Sitz finde ich toll. Finde ich ganz toll. Lass das. Aua. Oh nein. So, auf ihn mit Gebrüll. Jetzt kommen noch Kuppels. Ich glaube das ja alles nicht. Auf jeden Fall bringen die Helds mit. Her damit. Diese einfältige Kreatur wird uns nicht einfältig, ja, aber großverdammte Scheiße nochmal. Ja, ich wäre für das war's. Stirb endlich, du hässliches Vieh. Fall tot um. Jawohl, ja, oder? Nee, doch noch nicht. Wir haben schon genug Zeit verloren. Wir müssen endlich Samael erreichen. Alter, ey, lecko mio. Das war ja eine Prügelei. Alles einsammeln, was es hergibt. So, ist hier noch irgendwas? Ne, da ist nichts weiter. Dann kann es ja eigentlich nur, oder sehe ich das falsch? Ne, hier geht's nicht weiter. Wollt ihr mich verkackeiern? Kann das sein? Habe ich den Sack auf die Fresse gegeben und habe mir auch oft genug auf die Fresse gezogen? Da geht's aber nicht weiter. Hier ist Schluss. Er hat ja gesagt, hier kommst du nicht weiter, hier kommst du nicht zurück. Aber darunter ist doch sofortiger Tod. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Ja, da zum Beispiel nicht. Das Ding ist ein Fahrstuhl? Warte mal. Ja. Gute Idee, danke.
Ach, es kommen gleich wieder Arschlöcher angerannt. Tag, die Herren. Arschlöcher. Zerstört alles. Aber ich glaube, ich wechsle. Gib mir den Dickerchen zum Prügeln. Dann bin ich zu sieben. So. Also War ist hier jetzt so in den Nahkämpfen definitiv die bessere Variante. So. So, alles her damit, alles einsammeln. Das kann man nämlich nachher schön als Handelsware verwenden. Das hatte ich schon gelesen gehabt. Die Munition ist ja sowieso wichtig. Ich finde die Ansicht manchmal ein bisschen... taktische Sterben. Interessante Begrifflichkeit. Kannte ich so noch nicht, aber immer mal was Neues. So. Nu? Nu wird sie aber hot, würde ich mal so sagen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. Absteigen. Eine so protzige Tür kann nur zu unserem Samael führen. Der scheint beliebt zu sein. Schleichen war eine gute Idee. Wir sind nicht geschlichen. Wir haben uns strategisch genähert. Und unterwegs trotzdem viele getötet. Guter Punkt. Vielleicht war es dumm von mir, sein Angebot auszuschlagen. Mein Herr, Gerard. Hast uns wohl nicht anklopfen gehört? Ah, heiter. Was führt die treuen Diener des Rats in mein Heim? Ja, weiß ich nicht. Der Rat glaubt, du intrigierst mit Lucifer gegen die Menschheit. Gegen das Gleichgewicht. Streitest du es ab? Reiter, solch Niederträchtigkeit ist unter meiner Würde. Ich gebe zu, eure Beschuldigung fasziniert mich. Leider werde ich gerade ein wenig belagert. Ja, haben wir wohl gemerkt. Wie konntest du einen Widerling wie ihn die Oberhand gewinnen lassen? Nichts für ungut. Ausgezeichnete Frage. Ich wage eine Vermutung. Ich sagte ja, dieser Tag würde kommen, Samael. Ich, Moloch, werde mir deinen Kopf holen und dein Reich. Geht! Findet meinen Partner in der Leere. Wir setzen unsere Unterredung fort, wenn ich Moloch die Schädel gespalten habe. Aha, na dann. Okay. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich die Texte so schlecht lese. Dabei ist es einfach so, dass ich die falsche Brille aufhabe. Auch schön. Samael schickt uns nicht grundlos hierher. Wir müssen herausfinden, wieso. Aha. Also ich finde die Optik von dem Spiel eigentlich sehr angenehm. Muss ich so sagen, ich bleibe dabei. Hier könnte ich wieder einen Kumpel holen. Was wir aber nicht wollen. Und hier muss ich wohl hüpfen, was? Hier bleibt mir wohl nichts anderes. So. Okay. Irgendwas dran machen? Nein. So, ich denke mal da links rüber. Ah,
Was gibt's? Das sieht wichtig aus. B. Vorpalklinge. Kann aufgeladen und auf mehrere Ziele geworfen werden, zum Beispiel Gegner, Wandschalter und Objekten in der Umgebung wie Fackeln oder Stachelbomben. Bei längerer Aufladung trifft die Vollpalklinge Ziele mehrfach hintereinander, trifft sie auf Feuer, wird die Flamme auf nachfolgende Solo. Jeder Reiter kann Spezialausrüstungsteile entdecken und benutzen, um Rätsel zu lösen, neue Bereiche zu öffnen und zusätzliche Vorteile im Kampf zu Ausrüstung wählen. Lalalala, Pfeil, Ausrüstung nutzen, Strife, rechter Button, War, rechte Taste. Okay. Na, klasse. Nach oben drücken. Okay. Rechts zum Zielen, rechte Taste, um sie an Gegner angreifen und Wandschalter aktivieren. Halte rechte Taste, um die Vorbeklänge aufzuladen und lass... Aha. Na, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wo ist denn die Vorpalklinge? Da ist sie. Nee, jetzt habe ich ja... Okay. Na dann. Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Muss ich da wieder zurück? Sieht so aus. Dann wechseln wir mal eben. Okay. Okay, das war also so ein Wegchen, den ich hätte gar nicht gehen müssen. Darum sind wir hier. Er wusste, wir würden es brauchen. Ja. Ziele die Vorpalklinge mit genau rechts auf den Wandschalter. Okay. Lass es mich dir zeigen. Ich glaube, dafür muss ich auch wechseln, ne? Ja. Hast du jetzt genug angegeben? Samaels Partner wartet irgendwo in der riesigen Unendlichkeit vor uns. Du klingst fast neidisch. Bitte. So, also man muss dann auch die Fähigkeiten des Einzelnen nutzen. Ach, du ahnst es nicht. Kann ich bitte ihn hier mal haben? Okay, das war jetzt irgendwie. Wartet mal. Okay. So. Jetzt muss ich aber wahrscheinlich wieder den anderen haben. Scheiße. Drücke zum Aufladen RT und lasse los zum Werfen. Ja, und dann... Ah, okay. Du ahnst es nicht. Und das auf Zeit, oder was? Ich höre da doch eine Uhr. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Nein, abgestürzt, 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 abgestürzt. Okay, also wechseln. Nee, nicht wechseln. Blödsinn. Oh nein. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Nein, leck mich. Warum drücke ich den nicht einfach, ich Idiot? So. Fuck.
Fuck. Ja, abgestürzt. Okay, kann man machen. Muss man aber nicht. Kann ich dem nicht auch das Ding geben oder nur dem einen? Ja, ja, ist ja gut. Ich will ja nicht... Von oben? Wo meinst du jetzt drauf springen? Weil das Problem ist, ich muss ja das Ding hier aktivieren. Und das kann ich nur mit ihm hier. Ich muss hier... das hätte auch ins Auge gehen können. Ich muss den Knopf hier aktivieren. So. Oder, ach, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Das war dumm, aber ich glaube, jetzt weiß ich, was du meinst. Ob das geht, weiß ich nicht. Muss ich austesten. So. Jetzt weiß ich, was du... das hätte auch ins Auge gehen können. Aber ich habe so die böse Vermutung, das wird nichts. Doch. Sehr schön, danke für den Tipp. Visiere Ziele an, während du die Formverklinge mit LT ausrichte. Und drück... Ups. Mit LT? Ne, ich glaube, ich muss wieder wechseln. So. Sag mal, was steht da? Funktioniert das nicht? Visiere Ziele an, während du die Form mit LT ausrichtest und drücke RT. Ja, auf was für Ziel denn? Hier das Style hier. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht irgendwie. Ich mache jetzt hier irgendwie alles Mögliche kaputt. Irgendwas ist passiert und ich weiß nicht was. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was er da... Verstehe gerade nicht, was ich tun soll. Soll ich auf die... Aber ich muss doch eigentlich auf diese Flamme schießen. Das ist offensichtlich. Und dann... Dann ist aber Kacke. Hm. Zur zweiten... Okay. Bist du sicher? Okay, ich teste das. Kann ich das Ding dann lenken? Ich kann die doch mit LT gar nicht ausrichten. So, mit LT auslenken und drücke R zum RT zum Werfen. Ja, das habe ich jetzt getan. Und dann fliegt sie da hinten hin. Ganz super. Und da hinten sehe ich überhaupt nichts mehr. Bin mir gerade echt nicht... Verstehe auch nicht, was du mir da geschrieben hast. Das Ding ist, dass ich ja immer in eine Richtung fliegt, das Scheißding. Also hier dreht es sich jetzt. Ach so. Meinst du, das geht? Ja, das fliegt aber ja gleich... Vielleicht muss ich draufspringen. Zu spät und ich brenne.
so, jetzt. Ah, jetzt, warte mal. Das Ding hier. Aber ich kann da nicht drauf. Verstehe das nicht. Verstehe es nicht. Also ich schieße hier drauf. Aber die fliegt doch immer da hinten weg. Genau, die Frage stelle ich mir nämlich auch gerade. Ah, vielleicht sollte man auch treffen. Weil so fliegt es immer weg. Das fliegt irgendwo hin, nur nicht, wo es hinfliegen soll. Immer da hinten hin. Aha. Das war jetzt Zufall. Ich nehme das so zur Kenntnis. Ich habe einfach von der anderen Seite geschmissen und dann flog er irgendwie anders. Egal. Nehmen das einfach mal so hin. So, und was ist hier los? B. Ein Schlangenloch. Ich hätte es wissen sollen. Du kennst dich damit aus? Du hast so recht. Leider ja. Ihr Besitzer hat einen Ruf. Muss dieser Partner sein, den Samael meinte. Das erklärt einiges. Mhm. Kann man ihm trauen? Ganz und gar nicht. Auf keinen Fall. Ja, dann trauen wir ihm aber halt nicht. Ich sehe keinen anderen Weg hier heraus. Also, worauf warten wir? Springen wir rein. Nein, wir springen jetzt erstmal nicht rein, weil ich nochmal eben kurz eine Nachricht beantworten muss. Und dann springen wir rein. So. Naja, dann springen wir mal. Haben wir keine andere? Wir könnten auch hier warten. Auf ewig. Nach dir. Kapitel 1 abgeschlossen. Na dann. Warum kann ich denn... Achso, halten. Aha. Wo sind wir denn jetzt? Ich hatte Samael erwartet, aber Reiter? Jetzt wird es interessant. Okay. Wer auch immer das gesagt hat. Ist da oben irgendwie? Würde ich mal behaupten. Zumindest reicht das Symbol nach oben. Haben wir denn hier alles? Erstmal gar nichts. Also es blubbert und es ist bunt, aber machen können wir erstmal nichts, so wie es aussieht. Da kann ich auch kein B oder so drücken. Nope. Einfach ein Kügelchen. Hier ist auch nichts weiter. Ja. Ich weiß, da bin ich perfekt drin. Ist doch auch egal.
Ich habe Spaß und das ist das Wichtigste. So, da wohl rüber. Haben wir hier? Da können wir nichts machen. Ich habe ja auch einige Nebenmissionen nicht gemacht. Das ist ja da. Wieso? Hä? Bin ich jetzt doof? Wo ist denn der Arsch jetzt da? Da irgendwo? Kann ich hier eventuell irgendwie rüber? Da könnte ich rüberkommen. Naja, aber das hilft mir jetzt auch nicht so richtig. Also er zeigt mir das Symbol da oben an. Also muss ich da irgendwie hoch. Darunter? Nein. Doch, da ist jemand. Hallöchen. Hey, Wulgrim, richtig? Der Seelenfresser. Toller Spitzname. So, Wulgrim, ah ja. Strife, auch euer Ruf eilt euch voraus. Habt ihr mir ein paar Appetithäppchen mitgebracht? Vielleicht... Nein. Hüte deine Zunge, Abschaum, sonst bist du sie los. Unsere Ab... Genau. Oh, ich glaube schon. Wieso wird ihr... Samael hat uns hergeschickt. Vielleicht... um ihm deinen Kopf zu bringen. Hm. Vorsicht, Reiter. Seid höflich. Dann kann ich euch zu Diensten sein. Doch zuerst müsst ihr nie... Der Rat handelt nicht mit Dämonen. Wer ihm traut... Der Rat besitzt hier keine Macht. Dies ist mein Reich. Und hier gelten meine Regeln. Mich zu töten, wäre tragisch. Okay. Mein Bruder hat es nicht so mit Geduld. Und ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Die Fürsten der Hölle liegen in ewigem Streit. Sie wollen Macht, Kontrolle. Lucifer und Sam, ihr seid hier, weil Lucifer etwas Unerwartetes versucht. Er reicht seinen Feinden die Hand und bietet ihnen etwas sehr Begehrenswertes im Auge. Und Moloch ist einer von... Nichts in dieser Welt ist umsonst. Wenn ihr mehr wissen wollt, müssen wir... Mir wurde ein kostbares Artefakt. Und wer darf's holen? Gestohlen. Ich habe mich an Samael gewandt, aber vielleicht könnt ihr... Mehr hast du nicht für uns? Bringt mir ein Artefakt? Warum zur Hölle ist es so wichtig? Das ist... Ja, ja. Im Augenblick würde ich dich lieber töten, als dir zu helfen. Rat hin. Das würde keinem von uns nützen. Es wird sich für euch lohnen. Oh, dein Wort. Sag das doch gleich. Wir machen es. Das ist nicht dein Ernst. Sieh dich doch mal um. Wenn du eine bessere Idee hast, bin ich ganz... Ich öffne euch ein Schlangenloch für die Reise. Und seid vorsichtig. Der Wächter meines Artefakts wird nicht erfreut. Macht ja nichts. Freut sich je, uns zu sehen. Übrigens, ich glaube, das hier... Ich erwerbe sie von Zeit zu Zeit... Sie gehören. Okay. Kreaturenkerne freigeschaltet. Was immer Kreaturenkerne sind. Neue Gegenstände verfügbar bei Wulgrim. Wollen wir da mal gucken. Aha. Aufwerten. Trank. Ja, Trank. Wir haben 0. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Was kostet uns das? 801. Achso, das ist die maximale. Ja, lasst uns handeln. Oh Gott, das kostet ja alles richtig Kohle. Was ist das denn? Phantomwache 1. Schaltet den Kreaturenkern Phantomwache 1 frei. Schattenklonkugeln, bla bla bla. Und was ist das? Schaltet den Kreaturenkern Geiststufe 1 frei. Zornkraft um 2% und Kreaturen Stufe 1 Ausweichfenster um 2. Ja, keine Ahnung. Trickschlüssel, Gesundheitssteinfragment, also, ach, du ahnst es nicht. Zornsteinfragment des Eroberers. Teil des Zornsteins für War. Drei Teile bilden einen Stein, aber ich glaube, die Kohle habe ich. Was habe ich denn? 3084 und 7 Trickschlüssel. Ich brauche auf jeden Fall.
das? Der inaktive Charakter regeneriert langsam einen Teil des verlorenen... Aha. Ja, keine Ahnung. Aber das ist cool. Das kostet zwar richtig Kohle, aber das sollten wir machen. Was ist das? Erhöht die maximale... Nee, das hier nehmen wir. Das hier nehmen wir. Und was haben wir hier noch? Trickschlüssel. Dieser Schlüssel öffnet die mysteriösen Tricktüren. Ja, gute Frage. Nee, wir lassen das jetzt erstmal. Haltet die Augen auf. Ja, ja, machen wir. So, und jetzt? Kann ich da lang? Irgendwie nicht so richtig, doch. Er hat gesagt, er macht uns jetzt noch was auf. Aber nicht das hier. Hier hat er uns nichts aufgemacht. Aber auch so überhaupt nichts. Vielleicht hier? Da kann ich jetzt wieder ein Vorab jemanden dazu holen, glaube ich. Ja. Bisschen, nee. Mich darüber? Ja, sieht so aus. Ich glaube, jetzt sollen wir da rein. Zweitens die Schlackegrube. Ein mächtiger Dämon, bla bla bla. Okay. Ja. Schmerzensschreie, Käfige. Ja, wir sind eindeutig in einem. Suchen wir Wulgrims lästigen Dämon und reißen ihm das Artefakt aus den toten Händen. Finde ich gut. Bei dir klingt das so aufregend. So, dann schauen wir mal. Kisten und sowas sind hier unfassbar wichtig. Was ist das hier? Bomben können aufgehoben und geworfen werden, um starren... Was? Und jetzt habe ich so eine blöde Bombe. Und nu? Huch! Das war wohl so nicht geplant. Diese Tür benötigt einen Schlüssel zum Öffnen, den ich durchaus nicht habe, will mir das Spiel wohl sagen. Bomben können aufgehoben werden und geworfen werden. Ich muss das mal hier testen. Kann ich sie denn... Ah, so kann ich sie werfen. Okay. Aber das hilft mir jetzt gerade nicht so richtig. Hier geht's nicht weiter. Da oben ist irgendwas drauf. Jetzt hoch. Tülülü, komme ich hier lang? Ne, das ist auch nur, um jemanden zu rufen. Das hilft mir auch nicht. Ich hätte jetzt ja vermutet, dass es irgendwas mit dem Teil hier zu tun hat. Hat es aber offensichtlich nicht. Und ich muss da oben hoch irgendwie. Aber wie, aber wie, aber wie? Ja, das sagtest du schon mehrfach, dass ich da einfach rüberhüpfen und hier rumgehen oder was? Nee, das wäre auch zu einfach gewesen. Aber was soll ich denn damit kaputt werfen? Bin mir da jetzt nicht so schlüssig. Das hilft mir auch nichts. Mein Wechseln. Nee, das hilft mir auch nicht. Nope. Ah,
Einste. Ich probiere das mal, weil er sagt, ich brauche einen Schlüssel. Aber ich teste das mal. Nö. Das hilft... Oder ach, hier vielleicht meinst du. Ja, das kann natürlich sein. Ach Mann. Okay, irgendwas ist da passiert. Ah, ich glaube, du hast recht. Nein, wenn man noch ziehen kann, ist das schön. Hoppala. Ja, ist klar, Jungs. Ist klar. Ich muss mal eben hier mal ein bisschen aufräumen. So. Munition. Eiserne Kammer. Freundlich sehen die auch nicht aus, oder? So. Ach, könnt ihr das mal lassen? Hermannsmünze, da können wir rüberhüpfen. Weiß aber nicht, ob das sinnvoll ist. Ich habe keine Ahnung. No. Also nochmal, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ich habe nur dummerweise. So, jetzt sind wir hier. Jetzt habe ich aber keine Magma-Bombe um das Ding. Ich vermute mal. Um das Ding kaputt zu kriegen, brauche ich eine Magma-Bombe. Oder, ach, erstmal holen wir uns den hier. Ein Trickschlüssel, das ist gut. Hast du ihn jetzt auch genommen? Ja, offensichtlich. Also war schon sinnvoll, hier rüber zu gehen. Oder soll ich jetzt möglicherweise... Nee, ist auch nicht. Huch, naja, egal. So. Nett sieht das hier nicht. Ach, Jungs, muss doch nicht sein, oder? Hallo, Jungs. Könnt ihr mal da hinten das lassen? Aber diese... das, was ich gerade eben beim Händler gekauft habe, das macht schon Sinn, weil ich habe jetzt schon wieder 3 Heiltränke. Dadurch, dass ich alles, was ich an zusätzlichen Pelz aufnehme... Alter, mach dich mal locker! Sag ich doch locker machen. Einmal meinen Trank reinprügeln und die restlichen Sachen hier mal eben holen. Du hörst mal auf hier. Schnauze. So gefällt mir das. So. Hier noch irgendwas werden? Nicht wirklich. Wenn wir nicht hier. Keine Ahnung. Achso. Haben wir dann hier noch Geisterhaken, Vorpeilklinge oder Geisterhaken? Das ist ja toll. Wir bleiben bei der Vorpeilklinge. Ach, und das... Warte mal, das ist doch Blödsinn, was ich hier gerade wieder treibe. Achso. Kristall von hier aus treffen? Was, Kristall? Ist die Frage ernst gemeint? Soll ich da... Achso, die Vorpeilklinge, habe ich mir wieder gedacht.
Dafür muss ich aber doch... wieso macht er jetzt so? Nein. So. So, geht doch. Die Tür ist offen. Da ist ein Schlüsselchen, wie es aussieht. Ne, eine Münze. Nehmen wir auch natürlich, so ist das nicht. Das jetzt? Ne, ich will da jetzt niemanden holen. Ach, hier ist eine Unterhaltungsstelle. Weißt du, wenn Lucifer so gefährlich ist, wie der Rat behauptet, wieso schickt man dann nur uns beide? Gute Frage. Death und Fury haben andere Verpflichtungen. Es ist nicht an uns, den Willen des Rats zu hinterfragen. Es ist nicht an mir, deine Garderobe zu hinterfragen, aber deine Rüstung könnte noch ein paar Gruselgesichter vertragen. Musst du über alles Witze machen? Der Rat. Mach dich doch mal locker. Der Rat dies, der Rat das. Willst du einen echten Witz hören? Nein. Klapp, klapp. Du musst jetzt fragen, wer ist... Wozu meine Position preisgeben? Ich breche einfach durch die Tür und stelle... Hoffnung. Ja, relativ humorlos, der Mann. Aber ich glaube, wir müssen hier wirklich rüberspringen, weil mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist besser, das machen wir mit ihm hier. Da, unter dem Gitter. Meinst du, das ist Wulgrims Artefakt? Oh, das sieht nach Bossfight aus. Wir müssen auf eine Art Sperrmechanismus hin. Offenbar ist unsere Mission schwieriger, als wir dachten. Wann war sie je leicht? Also irgendwie sieht das echt nach Bossfight hier aus. Kann man sagen, was man will. Ach, was soll denn das jetzt? Da ist auch ein komischer Vogel, der uns jetzt wegfliegt. Wir können da rüber hüpfen. Was ist das hier? Also ich glaube, wir müssen darüber, würde ich mal so vermuten. Also probieren wir das. So. Hallo Jungs. Oh oh. Der ist groß. Aua, lass das doch. Also. So. Hey Arschloch. Lass das. Oh oh, ich wechsle mal eben. Macht ganz schön Aua, der Bursche. So. Mal die Arschlöcher, das Ding holen wir uns auch. Die auch. Okay, geht's darüber oder was wird das jetzt hier? Ich glaube, da muss ich dann mit dem wieder gegenschießen. Aber ich glaube, wir können hier erstmal ganz normal rüberhüpfen. Hoffe ich jedenfalls. Das hat geklappt.
Und jetzt vermute ich, dass ich hier wieder mit dem anderen dagegen schießen muss. Nein. Wäre auch schön, wenn wir treffen. Oder auch nicht. Ach, leck mich. Ah, super. Es hilft aber irgendwie beides, nicht? Schön viele Seelen. Da hat wohl jemand fleißig gespart. Na gut, die Seelen nehmen wir natürlich. Was spielt das für eine Rolle? Wir wollen das Artefakt und keine Seelen sammeln. Das ist mir durchaus bewusst. Er steht auf Seelen und hat allerlei magischen Kram in seinem, wo auch immer er da haust. Wir könnten mit ihm handeln. Ein gutes Argument. Ich weiß gerade nicht, wie ich jetzt hier weiter soll. Also ich hätte ja vermutet, dass ich mit dem Vogel dagegen schießen muss. Aber das bringt mir gar nichts. An der untersten Wand war was zum Klettern, sagst du? Ach, ja, ich... Ja, hast recht. Sorry, habe ich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Wie dumm war das jetzt? Oh, Mann. So, also nochmal hier. Schwupp, schwupp, schwupp. Nein, da nicht hinspringen, du Dussel. Oh, leck mich doch am... Ich habe nie gesagt, dass er da hinspringen soll. Das habe ich mit keinem Knopfdruck gesagt. Das aber interessiert ihn überhaupt nicht. So, und jetzt sollst du darüber. Und warum willst du unbedingt darüber springen? So, da oben solltest du hoch. Genau, das sieht gut aus. Okay, was haben wir hier? Okay, wollen wir da hoch oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Ach, scheiße, leck mich fett. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Alter, leck mich fett, ey. Arschloch. Scheiße, draufgegangen. Und abgestürzt. Yippie-yay-yay. Ja, was ein Spaß. Alter, was war das denn? Hat der mich aus der Luft geholt? Zerstört alles. Alter, ein Schuss und ich bin tot. Glaub's ja nicht. Okay. Nein, 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 nein. Oh, scheiße, was macht der denn da? Oh, Alter, sind die scheiße. Baby Bertha, Arschloch. Oh, fuck you. Einmal Heiltrank, bitte. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Nein! Das war so noch nicht gewollt. Arschloch. Auf jeden Fall habe ich jetzt das eine Ding scheinbar freigeschaltet, würde ich sagen. Ach, da kommt noch einer. Leck mich doch am Arsch.
Ja, mit dem Hals. So, ich glaube, wir müssen hier wieder weg. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, können wir... Nein. Nein. Warte. Ich glaube, wir müssen dahin, oder? Oder hier rüber? Ja, ich freue mich. So. Weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das richtig ist, was ich tue. Nee, das war, glaube ich, ziemlich falsch. Weil ich jetzt ja wieder zurückgegangen bin. Aber wo geht's jetzt weiter? Da vielleicht? Nee. Keine Ahnung. Ich würde ja fast mal behaupten, dass ich da irgendwas machen muss. Aber so sicher weiß ich es gerade nicht. Okay, da könnte man auch irgendwie weiter. Probieren wir es mal. Lava-Plus. Jawohl, ja. Aufs Maul, Freunde. Huch, was war das? Habe ich so schnell gar nicht mitgekriegt, gerade eben. Irgendwie habe ich das Ding wohl aufgemacht. Wohl nie, von hier komme ich doch. Oder? Mal gucken, ob mir die Map hilft. Finde aus, wie sie, ne? Deaktiviere die Runen, die... Ja, 1 von 3, ist mir klar. Ebene wählen links, ne? Hauptmission. Borge Seelen aus jedem der Seelenlager, 1 von 4, besiege den alle 3 Fledermäuse der Schlackegrube, na dann. Aber, das hilft mir alles nicht, Malwerk und die Säulen. Okay, meinst du, dass sie wieder zurück muss? Na gut, probiere ich das mal. So, hier wäre jetzt so eine Bombe schön, aber hier ist keine. Weiß nicht, ob das so schlau wäre, da reinzulaufen. Also nett sieht das hier auch nicht aus. Komme ich da irgendwie rüber, ohne zu verbrennen? Ich weiß es gerade nicht. Was geht hier ab? Nicht sehr nett. Nein, 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 so ganz und gar nicht. Arschloch. Ich glaube, ich sollte mal einen Heiltrank nehmen. So, wie kriege ich die Türe jetzt auf? Gar nicht. Auch schön. Irgendwie hoch oder so? Alter! Euch geht's doch echt zu gut. Feuer lässt sich was mit der Vorpalklinge von Objekt zu Objekt übertragen. Was habe ich davon? Huch. Ah, treffen wir auch schön. Okay, jetzt haben wir das Ding da hinten angezündet. Und nu?
Ja, das ist schon klar, aber wenn ich jetzt diese hier... Huch. Treffen wäre auch hilfreich. Aha. So, dann haben wir den Weg auch frei gemacht. Aber ich möchte nochmal gucken, nicht dass irgendwann... Ich glaube nicht. Nee, das sollte man nicht tun. Wie ich gerade festgestellt habe. Ach, das ist ja doof. Hier ist aber auch nichts. Ich würde... Trotzdem, die Symbol würde ich fast... Da oben ist auch was zum Raufklettern, aber irgendwo ist ja kein Hebel, der das irgendwie... irgendwie in Ordnung bringt, weil normalerweise bedeutet, ist hier irgendwo ein Hebel, der das hier frei macht, dass ich hier hochklettern kann. Den sehe ich aber durchaus nicht. Was ist das denn da hinten? Kann ich hier irgendwas machen? Ja, genau. Dann kann ich nämlich nicht das machen. Ah, Mann. Hier noch irgendwas? Nein. Ich kann da nicht... Scheiße. So, jetzt aber hier. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja. So, jetzt aber bumm gemacht. Auch nicht. Jetzt mich verarschen. Normalerweise fehlt dann hier noch... Ach, das hat kein Feuer, das Scheißding. Aha. Knapp daneben ist auch vorbei. Hätte ja klappen können. Vielleicht muss ich das auch von der anderen Seite aus machen. So nicht. Vielleicht ein bisschen mehr so die Richtung. Auch ganz knapp vorbei. Aha. Nun ist das Ding auch an. Und was hatte ich davon? Zeus einsammeln. Aber was hatte ich davon, dass ich das Ding jetzt auch angemacht habe? Irgendwie nichts, oder? Das ist mir gerade noch unklar, was er da will. Huch. Wir haben jetzt eigentlich alle Dinger an. Feuer lässt sich... Ja, das ist ja okay, aber auf welches Objekt soll ich das jetzt übertragen? Es haben doch alle. Oder übersehe ich hier gerade irgendwas? Hätte jetzt gedacht, dass ich da drüben irgendwie eine Bombe hinwerfen kann oder so, der das hier wegmacht. Aber dem ist auch nicht so. Warte mal, was ist... Ach, das ist noch... Ah, warte. Ach, scheiße. Falscher Button. Ist ja
jetzt da drüben das Feuer angegangen? Ah, das war also der Trick. Lag ich doch gar nicht so verkehrt, aber was habe ich jetzt davon gehabt? Jetzt ist das Ding hier frei. Okay. Siegel Nummer 2. So, jetzt haben wir Siegel Nummer 2 freigeschaltet. Und jetzt ist hier... Nee, ist nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich diesen blöden Schlüssel bekommen soll, oder was immer das auch ist. Huch, runtergefallen beim Charakterwechseln. Auch schön. Ja, gute Frage. Nächste Frage. So, Map. Lavafluss. Wir müssen irgendwie jetzt, glaube ich, ins Mahlwerk. Oder sehe ich das falsch? War schon gut. Den will ich jetzt ja gar nicht haben. Moment mal. Ich muss mal irgendwas gucken. Ja, Geisthaken passt, ja. Aber... Das hilft mir mal gar nicht. Ah, Moment mal, was ist denn da unten los? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Also ich hätte jetzt irgendwie gesagt, dass da unten irgendwie das Ding reinschießen, aber ich glaube nicht. Ne, ich glaube auch nicht, dass das was wird. Ne, da sind wir zu hoch. Aber die Map ist jetzt auch nicht so sehr hilfreich. Jetzt habe ich zwar den fucking Schlüssel geholt, das ist ja ganz toll. Aber... Vielleicht klappt das, was ich mir denke, das klappen könnte. Nein, falsche Taste. Oh nein, ich Idiot, ich Idiot. Ich bin so blöd. Scheiße, ich wollte doch die andere Taste drücken hier. So. Oh nein, nein. Der hätte ja klappen können. Okay, also nochmal. Und wie komme ich denn dahin? Muss ich dann... Ich muss da irgendwie... Da irgendwie gegenschießen oder so? Ich habe gerade keine Ahnung. Ah ja, jetzt hat er mich ja zumindest weitermachen lassen. Muss ich jetzt da hoch? Ich würde sagen, ja. Jetzt hier runter. Okay. Jetzt da hoch. Jetzt hier irgendwie runter, würde ich sagen. Ja, ja, ist klar, Jungs. Ihr mich ja auch. Könnten wir mal etwas genauer schießen?
Oh, starker Frankfurter. Zerstört alles. Ja, ja, zerstört alles, genau. Alter, der macht mich so weg, die Sau. Ist ja nicht mehr schön hier. Lass das. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Alter, ein verfickter Schuss. Kann ja wohl nicht angehen. Nein, 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 nein. Autsch. Okay, ich werde unkonzentriert. Ich werde das für heute beenden. Danke dir fürs Zuschauen. Ich finde das Spiel eigentlich ziemlich gut. Kannst ja mal schreiben oder so, wie du es gefunden hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Danke dir nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.